90er Jahren das Land, das Agrarland, zwischen den Mitarbeitern von den einzelnen Betrieben verteilt. Nun stellen Sie sich vor, von heute auf morgen in dem ganzen Land haben wir bekommen knapp 6 Millionen Landbesitzer mit der durchschnittlichen Größe von 4 Hektar. Gleichzeitig die Regierung hat aber verboten, das Land zu kaufen und zu verkaufen. Nun wurden die ganzen Betriebsstrukturen in der Ukraine gegründet und im Grunde genommen operieren halt mit dem Land basierend auf Pachtverträgen. Das gilt bis jetzt noch. Und das Moratorium gilt bis 2016. Das ist die erste große Herausforderung für die ukrainische Landwirtschaft für die nächsten Jahre, das Moratorium aufzuheben und einen Bodenmarkt in der Ukraine einzuführen. Die zweite Herausforderung ist, und auch basierend auf der Geschichte in den 90er Jahren, wie gesagt, bei der Umstrukturierung und der Privatisierung von staatlichen Betrieben, wurde so gemacht, dass viele kleinbetriebliche Strukturen geschaffen worden waren. Nun hat es dazu geführt, dass die Produktionsrückgänge in meisten Agrarbereichen zu beobachten waren. Diese Rückgänge waren bis zu 80% verglichen mit 1990, wie zum Beispiel in der Milchwirtschaft. Das hat dazu geführt, dass die ukrainische Regierung dann das ganze Steuersystem komplett geändert hat. Und zwar die ukrainischen Agrarproduzenten bis heute noch zahlen keine Einkommensteuer und zahlen keine Mehrwertsteuer. Stellen Sie sich vor, das sind natürlich die besten Voraussetzungen für Erfolg in der Landwirtschaft. Und das fand tatsächlich statt. In den letzten 10 Jahren, wir beobachten einen riesen Boom in der ukrainischen Agrarwirtschaft. Da Land zum Beispiel in den 90er Jahren noch Weizen zum Teil importierte, jetzt ist mittlerweile die Ukraine der drittgrößte Exporteur von Getreide, zweitgrößte Exporteur von Mais, Nummer 1 weltweit exportiert von Pflanzenöl, speziell Sonnenblumenöl und Raps und so weiter und so fort. Und das ist, meine Damen und Herren, tatsächlich ein Erfolgsmodell, was die ukrainische Landwirtschaft in den letzten Jahren halt aufgebaut hat. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass enorme Anzahl von Problemen immer noch bestehen hinter diesen schönen Zahlen. Die Diskussion in der Ukraine, ob die Größe eine Rolle spielt, dauert schon seit 25 Jahren. Ich rede natürlich von Betriebsstrukturen. Und da ist die Frage, in den 90er Jahren wurden etliche Betriebsstrukturen geschaffen, wie kleine Hauswirtschaften bis zu 2 Hektar. Da haben wir 5 Millionen solche Hauswirtschaften. Dann haben wir 40.000 sogenannte Familienbetriebe mit der durchschnittlichen Größe von 50 Hektar. Dann haben wir sogenannte alte Sowjetbetriebe mit der durchschnittlichen Größe von 2200 Hektar. Und dann haben wir die neuen Strukturen, die modernen, vertikal integrierten Gesellschaften, die dann im Durchschnitt so 70.000 Hektar operieren. Die Frage ist, wie geht es mit der ganzen Landschaft von Strukturen weiter? Da geht es auch darum, wie kommt auch die ländliche Bevölkerung damit um? Wie werden die Strukturen weiter befördert? Wie zum Beispiel die Diskussion weitergeht mit dem Steuersystem? Ob die Steuern tatsächlich für die Großen und Kleinen gleichzeitig oder im gleichen Umfang erhoben werden sollen? Oder sollen doch die Mehrwertsteuer bzw. die großen Betriebe halt die Mehrwertsteuer bezahlen? Das sind die Fragen, die ukrainische Agrarpolitik momentan beschäftigt. Und das sind die Fragen momentan, die auch die Agrargesellschaft sich damit beschäftigt. Und wenn man jetzt aber weiter anschaut und auch die Fragen, die heute in dem anderen Panel diskutiert worden waren, wie zum Beispiel die Ausbildung, da sind die alten Probleme auch wiederum aus der Sowjetunion sichtbar in der Ukraine. Und zwar in der Sowjetunion haben wir ein Problem gehabt, dass die Forschung und Ausbildung, die waren komplett getrennt. Für die Forschung waren zuständigen Akademien der Wissenschaften und für die Ausbildung waren die Hochschulen. Nun, 25 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion haben wir immer noch das Problem, dass die Forschung bei der Akademie bleibt und in den Universitäten so gut wie keine Forschung gemacht wird. Das ist auch eine riesengroße Herausforderung für die Zukunft der ukrainischen Landwirtschaft oder des Standortes, weil
Klar, ohne Forschung und Ausbildung würde wahrscheinlich nicht unbedingt das Potenzial des Sektors ausnutzen können. Das Gleiche gilt jetzt insgesamt für die Ausbildung. Wir haben in der Ukraine knapp 22 Agraruniversitäten mit der gesamten Anzahl von Studierenden 130.000. Gleichzeitig ein Mitarbeiter zu finden für einen landwirtschaftlichen Betrieb, einen guten Mitarbeiter, einen Agronom oder Veterinärmediziner oder noch jemandem aus dem technischen Bereich, ist praktisch unmöglich. Wieso? Weil 70% der Studierenden im Agrarbereich noch nicht mal vorhaben, aufs Land zurückzukommen. Und das macht ja deutlich, wie wichtig sind auch die sozialen Verhältnisse auf dem Land. Wie wichtig ist ja die ländliche Entwicklung. Solange wir auch das Land nicht aufpushen, nicht zum Erfolg bringen, können wir auch nicht damit rechnen in der Ukraine, dass junge, talentierte Agrarwissenschaftler in der Agrarwirtschaft auf dem Land arbeiten. Das sind die Zahlen, die für Sie sprechen. Wenn Sie fragen, wo am besten, ich meine die ukrainischen Studierenden, wenn man fragt, wo sie am besten arbeiten würden nach dem Abschluss des Agrarstudiums, da sagen, stellen Sie mal vor, da sagen 90%, wir würden gerne in der Landwirtschaft der Stadt Kiew arbeiten. Das ist eine klare Message an die Politiker, in was für die ländliche Entwicklung in unserem Lande zu tun. Ein anderes Problem. Ukraine produziert, wie bereits gesagt worden war, knapp 60 Millionen Tonnen Getreide pro Jahr. Viele andere Produkte auch. Ukraine ein exportorientiertes Land. Allerdings, bei einigen Produkten sind wir sehr stark fixiert auf bestimmte Ländergruppen. Wie zum Beispiel bei der Milchproduktion geht es praktisch nur in eine Richtung Russland. Nur hat Russland vor ein paar Wochen auch die Grenze dicht gemacht für ukrainische Milchprodukte. Da sind die Milchpreise um 40% runtergefallen. 1 Million Milch bleibt auf dem Markt. Keiner will das kaufen. Ich weiß es selber, weil ich ja selber Milchproduzent bin. Da wusste ich auch nicht so richtig vor Ostern, was ich mit der Milch machen soll. Das heißt, man muss sich auch modernisieren in der Milchproduktion, in der Schweineproduktion. Man soll nicht nur in eine Richtung gucken, man soll auch die neuen Standards einführen, damit man auch konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt ist, nicht nur mit Getreide und Ölsaaten, sondern auch mit der Milch und Schweinefleisch etc. Meine Damen und Herren, das sind viele Aspekte, die ukrainische Politik momentan beschäftigen. Das sind aber auch viele interessante Themen, die für Business wichtig sind. Und ich weiß, dass in der Ukraine etliche Schweizer Farmers tätig sind. Und sie sind auch ganz zufrieden mit den Erträgen und auch entsprechend mit den Gewinnzahlen, die halt in den letzten Jahren erwirtschaftet worden sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch mehr Schweizer Kollegen in die Ukraine kommen und die Ukraine erkunden. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn auch sehr Schweizer Studenten in die Ukraine zum Austausch kommen. Ich persönlich lade Sie herzlich ein. Wir bei uns im Betrieb sind auch bis zu 5 Studenten aus den westlichen Ländern jedes Jahr präsent. Würde mich sehr freuen, wenn auch ein oder eine aus der Schweiz kommen würde, auch vielleicht mal in der Milchwirtschaft behilflich sein kann. Das würde auch dazu führen, dass wir auch einen besseren Austausch haben. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn auch die Projekte, die die Schweizer Regierung in der Ukraine unterstützt, umgesetzt werden und auch weitergeführt werden. Da wird heute nochmal gesprochen von Organiklandwirtschaft, das ist ein großes Thema. Da wird auch gesprochen von der Bioenergie, das ist auch ein großes Thema, insbesondere in Bezug auf die Gaslieferungen aus Russland. Da sind viele Themenbereiche, die vielleicht mal heute nochmal diskutiert werden können. Da freue ich mich schon auf die Panel-Discussion und Ihnen danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit. Dankeschön nochmals.